Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Dr. Bartels, verehrter Herr Landesvorsitzender, lieber Herr Paun, einen ganz besonderen Gruß an den General. Also beim Staatsminister sagt man das AD nie dazu. Das lasse ich bei Ihnen jetzt auch weg. Klingt besser, bravo, ein Beifall. Herr General Naumann, ich habe Sie oft genug gehört und immer wieder war ich begeistert. Schön, dass ich heute früher weg muss, aber ich habe, verehrte weitgehend Herren, aber auch Damen selbstverständlich, die ich hier in den Reihen sehe, bereits die Rede angefordert und er hat mir versprochen, sie mir per E-Mail zukommen zu lassen. Vielen Dank, Herr General Naumann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich im Bayerischen Landtag willkommen heißen. Und das ist jetzt keine Floskel. Denn obwohl die äußere Sicherheit natürlich keine Landeskompetenz ist, hat sie hier im Bayerischen Landtag einen festen Platz. Sicherheitspolitik ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jedenfalls seit Putins Überfall auf die Ukraine ist das für jeden offensichtlich. Sicherheitspolitik hatte natürlich auch schon vor dem 24. Februar dieses Jahres für uns alle eine existenzielle Bedeutung. Ihre Geschichte, die 70-jährige Geschichte der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, ist hierfür ein lebendiges Beispiel. Gegründet in den Anfangsjahren des Kalten Krieges, in den Jahren der harten Blockbildung, heute relevanter und geforderter denn je, weil es einen heißen Krieg in Europa gibt. Und deshalb, das darf ich Ihnen auch im Namen von Frau Landtagspräsidentin Ilse Aigner mitteilen, ganz herzlich willkommen an diesem zentralen Ort der Debatte in unserer Demokratie. Herzlich willkommen im Bayerischen Landtag. Wir als Nation stehen vor zahlreichen ungeklärten Fragen. Wir freuen uns, dass Sie nach Antworten suchen in Ihrem Bereich. Und deshalb stehen der Gesellschaft für Sicherheitspolitik unsere Türen gerne offen. Meine Damen und Herren, es sind unruhige, unsichere und sorgenvolle Zeiten. Wir haben es nicht für möglich gehalten, dass es so weit kommen würde, wie sich die Lage in Deutschland, in Europa derzeit darstellt. Gerade wir Deutschen, die großen Nutznießer des Endes der Konfrontation zwischen den Blöcken, haben lange an die Friedensdividende geglaubt. Wir haben als führende Wirtschaftsmacht an die friedliche Wirkung des Handels, des Miteinanderhandelns geglaubt. Aber der Siegeszug der Demokratie und Marktwirtschaft, wie ihn Fukuyama 1989 in seiner These vom Ende der Geschichte vorausgesagt hatte, ist ausgeblieben. Unser Wunschdenken musste Platz machen für einen neuen Realismus. Verehrte Damen und Herren, unsere Demokratie, die Basis von Freiheit, Fortschritt und Wohlstand, wird angegriffen durch Feinde von außen. Putins Russland will die Ukraine in ihrer Existenz vernichten. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben eine fürchterliche Last zu tragen. Und umso mehr bewundern wir ihren Mut und ihre Entschlossenheit. Putins Russland verachtet aber darüber hinaus den gesamten Westen. Unsere Art zu leben, unsere Freiheiten, das ist sein ideologisches Denkmuster, das hinter diesem Krieg steht. Und das ihn darin bestärkt, nicht etwa einzulenken, sondern den Konflikt weiter zu eskalieren. Aus der Abscheu ist ein Krieg geworden gegen die Ukraine. Und eine Kampfansage an uns. Hierauf müssen wir reagieren und auch dank Ihrer Hilfe reagieren wir. Wir übernehmen Verantwortung mit zivilen Mitteln, insbesondere da, wo wir ukrainischen Familien, Frauen und Kindern Zuflucht gewähren, wo wir Hilfsgüter in die Ukraine bringen, damit vor Ort standgehalten werden kann,
damit Leben gerettet werden kann. Wir übernehmen aber auch Verantwortung mit militärischen Mitteln. Indem wir der Ukraine beistehen, ohne dass ein deutscher Soldat, eine deutsche Soldatin ukrainischen Boden betritt, indem wir Waffen liefern, schwere Waffen liefern und mit der richtigen Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten auch dafür sorgen, dass sie effektiv zum Einsatz kommen können. Und wir stehen eng zusammen mit unseren Freunden und Partnern in der EU und der NATO. Wir nehmen die Bedrohungsszenarien sehr ernst und stärken daher mit unseren Soldatinnen und Soldaten die NATO-Ostflanke. Es ist eine Pflicht, nicht frei von Ängsten. Aber es ist eine Pflicht, die sinnvoller nicht sein könnte. Denn, und das sage ich auch allen, die aus wirtschaftspolitischen Gründen noch abwägen wollen und vielleicht Kompromisse auf Kosten der Ukraine anpeilen. Ohne die Sicherheitsversprechen unserer demokratischen Staaten, der NATO, ist alles nichts wert. Verehrte Damen und Herren, ich bin ein Jahr nach Kriegsende geboren. Die Verheerungen von Diktatur und Weltkrieg waren allerorten mit Händen greifbar. Dazu geführt haben, das wissen wir alle, Ideologie, Propaganda, Lügen, Hass und Hybris. Terror nach innen, Terror nach außen. Vernichtung war dann das Ergebnis. Wir in der Bundesrepublik Deutschland haben die Lehren daraus gezogen, haben ein Modell der freiheitlichen Demokratie gewählt, das das absolute Gegenbild zur Nazi-Diktatur war und ist. Wir haben uns in Bündnisse mit Freunden und Partnern begeben und stehen zu unseren Werten. Wir investieren viel, jetzt in die Bundeswehr. Und wir müssen zu Opfern, zu Wohlstandsverlust bereit sein. Das schmerzt, lässt uns vielleicht auch zittern vor dem Winter. Das meine ich nicht nur in Bezug auf die Temperaturen. Ich meine das auch im Hinblick auf unsere gesellschaftliche Fragilität. Auch hier werden Sie als Gesellschaft für Sicherheitspolitik einen wichtigen Beitrag leisten müssen. Verehrte Damen und Herren, in diesem Hohen Haus, meine Damen und Herren, wird für die Stärken der Demokratie geworben. In diesem Hohen Haus wird die Demokratie verteidigt. Hier kann ich für das gesamte Präsidium sprechen. Und deshalb gibt es nur eine Conclusio: Eine starke Demokratie muss wehrhaft sein. Wehrhaft nach innen und nach außen. Lieber Herr Dr. Bartels, Ihnen gilt mein besonderer Gruß. Wir schätzen Sie hier insbesondere aufgrund Ihrer Leistungen und Expertise, die Sie als Wehrbeauftragter gezeigt haben. Sie haben kenntnisreich und leidenschaftlich auf die Verantwortung hingewiesen, die es mit sich bringt, wenn man eine Parlamentsarmee hat. Sie waren das Sprachrohr der Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten. Sie waren engagiert und sie waren hin und wieder oder öfters unbequem. Das wird nicht immer belohnt in der Politik, das weiß ich. Umso mehr haben Sie unsere aller Hochachtung. Meine Damen und Herren, 1000 Fragen haben wir sicher. Die haben die Bürgerinnen und Bürger, die auf der Suche nach Orientierung sind. Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik kann hierzu Antworten geben und ich fordere Sie auf, diese auch uns zu geben und zu liefern. Davon bin ich überzeugt. Und Sie sollen diese Diskussion, dieses Zusammentreffen hier gerne im Bayerischen Landtag tun, gerne auch wieder irgendwann einmal. Wir freuen uns und wir wünschen Ihnen vom Bayerischen Landtag, vom Präsidium im Namen der Landtagspräsidentin Ilse Aigner alles Gute zum Jubiläum, viel Erfolg für die Zukunft auf die nächsten mindestens 70 Jahre.
einen schönen Abend. Vielen Dank.